Willkommen zurück zu The Last of Us 2. Ja, Freunde, das sind wir nun. Boah, man kann sogar in die Räumlichkeiten da hinten reinschauen. Wer weiß, vielleicht werden wir später dort drin sein. Oder ganz da hinten. Oder was weiß ich. Ja, aber wenn wir das wollen, dann müssen wir jetzt weitermachen. Dina wartet auf der anderen Seite noch. Wir müssen das Tor irgendwie aufbekommen. Und spätestens, wenn wir das Tor aufmachen, haben wir auch quasi hier angeklingelt. Nach dem Motto, jo, da kommen welche. Auch wenn es nur drei sind. Ja, dann spring mal. Boah. Ich hoffe, das tat nicht weh. War ein bisschen tief. Okay. Dina? Bist du hier oder ist das die falsche Seite? Ich mach einfach mal auf. War klar, oder eben auch nicht. Vielleicht geht's auch nur gemeinsam und ich muss auf der anderen Seite Dina noch den Weg eröffnen. Genau, wir lassen jetzt einfach Dina dort zu nach Mutter. Das ist zu gefährlich für sie. Wir machen das alleine. Nee, nee, so nicht. Auf der anderen Seite ist offen. Ich glaube, die Fensterscheiben kann ich nicht durchbrechen. Die sehen ein bisschen massiver aus. Okay, vielleicht kann ich die Fensterscheiben ja doch zerbrechen. So viel zum Thema massiv. Okay, was haben wir hier? Ein kleiner Laptop. Hier, Schublade, mal gucken. Geh mal her mit den Notizen. Okay. Wann das wohl geschrieben wurde? Ach, die hatten die verschiedene Codes? Oder? Warte mal, vielleicht macht die andere Seite mehr Sinn. Ein großer Einsatz steht bevor und Isaac will, dass wir alle restlichen Vorräte aus dem Stadtzentrum bergen. Das ist die Ravina-Basis. Na sowas. Holt das gesamte Benzin aus dem Gerichtsparkhaus der Kuppel und bringt es zum Versteck der Seravina-Basis. Ob das aktuell ist? Ist das ihre Art der Vorbereitung? Weil sie darauf spekulieren, dass wir angreifen? Oder ist es einfach ganz alt und hat gar nichts mit uns zu tun? Ich weiß es nicht. Oh, war da noch was? Ja. Den kannst du mir gleich mal geben, den Alk. Und die Tür machen wir auf. So, da freut sich Dina dann auch gleich. Ich muss ja immer noch den Weg öffnen irgendwie. Jetzt bin ich auf der Seite. Okay, komme ich da hoch? Nee. Ah. Das ist mein Generator. Ups, falsche Taste. Jawohl, die Maschine läuft. Vielleicht können wir jetzt das Tor öffnen. Erstmal hier aufschließen. Tragen. Und irgendwo anschließen. Schätzungsweise hier. Alte Stromleitungen, ne? Okay. Hey, wir haben es geschafft. Wollte ich hier noch was machen? Wartet mal. Vielleicht ist da noch was drauf. Ist es nur eine Flasche oder ist es Alkohol? So oder so, ich nehme es mit. Ist nur eine Flasche, leider. Aber wir sind ja eh gut dabei, ne? Wenn wir mal kurz gucken. Ich sollte mal was anfertigen. Wir können es gerade machen. Wer hat denn mir meinen Molotow-Cocktail geklaut? Ich habe den extra gespart im ersten Kapitel. Und die nehmen mir das einfach wieder weg. Frechheit. Hätte ich noch schmeißen können. So. Alles okay? Was war das eben? Ich habe das Tor geöffnet. Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Gut. Schauen, wie wir das aufbekommen. Line hier, Gate 2. Ne, D2.
ist kein Durchkommen, oder? Nee. Schau ich mal hier rein. Keine Menschenseele mehr vor Ort, ne? Aber wenn das noch funktioniert. Ich brauche noch einen Generator. Main Gate. Okay. Warte mal, da liegt doch was. Warum sehe ich das jetzt erst? Okay. Ach, Ellie. Ich glaube, wir brauchen noch so einen Generator. Sonst wird das hier nichts. Wenn ich jetzt das Kabel ziehe, geht das Tor sofort wieder zu? Ich probiere es mal. Okay, es bleibt offen, wunderbar. Das Kabel reicht aber nicht. Das hätte ich mir denken können. Schaut mal, wie sie sich da jetzt abmüht mit dem Kabel, wenn ich so ziehe. Komm hier nicht weiter. Kann sie sich einwickeln, wenn man so... Ja, sie ist halt doch ein bisschen clever, ne? Ich brauche das dumme Kabel jetzt nicht mehr. Warum soll ich denn das nochmal reinstecken? Hilft mir eh nicht weiter. Ich brauche ein neues Kabel. Muss hier irgendwo in der Nähe sein. Sagt sie was dazu? Ach. Kein Saft. Habe ich gemerkt. Geh mal hier rein. Ach, dass hier alles aber auch verschlossen sein muss. Und immer mit Stacheldraht hier geschützt. Hier auch. Komm ich nicht rüber, ne? Okay, wo ist mein Schleichweg? Warte mal, wo führt denn das Kabel eigentlich hin? Ja gut, das hätte ich mir denken können, ne? Das macht natürlich Sinn. Aber ich will hier mal hoch. Vielleicht kann ich da irgendwo hochklettern. Was ist hier in der Ecke im Moment? Ja, gerade nicht so gut. Wenn du mich so fragst. Hier hoch komme ich leider nicht. Bräuchte eine Leiter oder so. Aber vielleicht ist da oben auch gar nichts. Wenn ich noch länger trödle, kriege ich gleich einen Tipp. Dann habe ich verkackt, Leute. Dann gucke ich mir den Tipp an. Da muss doch was in der Nähe sein. Wartet mal, ich habe eine Idee. Das Kabel könnte doch reichen. Wenn sie es wirft. Wisst ihr, was ich vorhab? Das sollte doch gehen. Wir haben das schon mal gemacht. Ich gehe jetzt hier hin. Sie bereitet es auch schon so vor, wie ich mir das vorstelle. Sehr gut. Ah, ja. Das ist eine schöne Spielerei. Ich könnte das Kabel... Ne, ich will es nicht tragen. Das liegt eventuell schon perfekt. Das ist cool. Das gefällt mir. Und siehe da, Kabel reicht. Wenn jetzt so ein Zentimeter fehlt, ne? Ganz schön eng. Ja, das ist nice gemacht. Okay. So. Auf dass die Tore sich nun öffnen werden. Passcode. Ups. Stopp. Main Gate. Das ist das Main Gate. Wir müssen uns nochmal dieses, oder hast, Moment, hat sie das mitgenommen? Oder war das irgendwo auf einer Tafel drauf? Tagebuch. Ja, hier, Tokurz. Super. Main Gate 0512. Super. Hat sich das auch geklärt. 0, 5, 1, 2. Ja.
Wir sind die Besten. Schnell! Oh Gott. Das Pferd ist noch am Stück. Keine Salami für uns heute. Nee, Spaß. Ist doch gut, dass wir ein Pferd haben. Ist das eigentlich Schimmer oder ist das jetzt wieder ein anderes Pferd? Was jetzt? Warum? Da war so ein Zettel. Da stehen Codes drauf. Steht, dass es an einem Ort namens Seravina-Basis ein ELF-Versteck gibt. Seravina. Suchen wir sie und finden hoffentlich den ersten. Bringen ihn zum Reden und sehen dann weiter. Dann los. Ich wäre jetzt fast schon wieder, ne? Kaum sitze ich auf dem Pferd, werde ich übermütig und will mich nicht umgucken. Könnte sein, dass hier irgendwas ist. Und wenn es nur eine Sammelkarte ist, die sich hier verloren hat. Lieber gucken. Weil wir kommen, ja doch, theoretisch kommen wir wieder zurück mit dem Pferd. Aber vielleicht wird auch die Story getriggert und es ist unsere einzige Gelegenheit gerade. Aber nee. Es war umsonst. Diesmal. Ja, okay, ist gut. Ihr habt gewonnen. Wir können weiter. Go, go. So, jetzt aber will ich wahrscheinlich gleich wieder zu Fuß. Wo will ich überhaupt hin? Links ist offenbar nichts. Ich bin echt sowas von auf eure Kommentare gespannt. Auch wenn ich noch Monate wahrscheinlich drauf warten darf. Hier ist gerade der, lasst mich nicht lügen, 25.07. Ich kann mir ja richtig vorstellen, wie, du musst dir nicht jede Ecke angucken. Und andere wiederum, ich find's toll, wie du dich umschaust. Man kann es nie jedem recht machen. Und wisst ihr, was dann das Wichtigste ist? Dass man es sich selbst recht macht. Und deswegen spiele ich eh so, wie ich will. Okay, Und auch hier habe ich wieder nichts gesehen. Okay, da hinten bin ich eh wieder gezwungen, auf das Pferd zu hüpfen. Und dann sind wir beim Gate East 2. Schon wieder die nächste Absperrung. Ey, die haben hier aber auch Sicherheitsvorkehrungen. Nicht ohne. Aber wir finden unseren Weg immer. Ah, da hoch darf ich nicht. Okay, Pferdchen. Wo seid ihr? Da. Sehr gut. Steht schon in Position, wie ich es brauche. Ja, das lässt sich Ellie nicht nehmen, ne? Sie will immer vorne sitzen. So, so. Upsala. Oh, shit. Da. Seravina Hotel. Das muss es sein. Ah. Stimmt, haben sie ja gesagt. Okay. Suchen wir einen Weg vorbei am, Fuck Fedra-Tor. Sehr kreativ. Er fasst genau den Kern. Wir sehen uns das mal aus der Nähe an. Oh ja, das werden wir gleich tun. Ich wollte nur gerade sicher gehen, ob hier nichts ist. Hier ist ein... Moment. War da wirklich nichts? Nee, okay. Ja, das Hotel. Gebäude-Action. Da bin ich schon gespannt. Das wird wieder spannend. Also so schön, wie die Außenareale auch aussehen, ne? Keine Frage. Ihr kennt mich. Ich feiere es halt immer am meisten, wenn wir in irgendwelchen Gebäuden unterwegs sind. Okay, was ist hier? Viel Lesestoff, das gefällt mir. Seattle QZ Volkszählung. Juni aufgenommen 20. Abgelehnt. Ne, Moment. Aufgenommen 20. Abgelehnt 5. Ausgewiesen 10. Okay, also im Verhältnis nehmen die relativ viel auf, also überwiegend. Abgelehnt 8, ausgewiesen 11. August 11, 12, 14.
Jetzt wird es schon weniger. Schaut euch das an. Nur noch 5 aufgenommen im September. Nochmal deutlich mehr ausgewiesen. Und dann ab Oktober fing es an. Sie haben überhaupt niemanden mehr aufgenommen. Sehr viele abgelehnt. Und noch mehr ausgewiesen. Da war das so eine richtige verschworene Einheit, die sich auf nichts mehr eingelassen haben, aber wahrscheinlich aus gutem Grunde, ne? Haben bestimmt auch negative Erfahrungen gemacht. Die fortgesetzte Unterbrechung unserer Versorgungslinien durch die WLF zusätzlich zu den Angriffen der Infizierten und der Sporenverseuchung hat zur Folge, dass wir nach wie vor unsere wöchentliche Nahrungsverteilungsquote nicht erreichen können. Ja, oder natürlich wegen der Nahrung, das macht natürlich auch Sinn. Halten Sie die Stadttore bis auf Weiteres für Neubewerber verschlossen, um die angespannte Versorgungsanlage zu entlasten. Fahnden Sie verstärkt nach Kriminellen und weisen Sie diese aus. Alle Klasse-2-Verbrecher können ab jetzt aus der QZ verwiesen werden. Unsere Zeit wird knapp. Taurus. Okay. Bring einfach jeden gegen dich auf. Ja, ist natürlich nicht das Cleverste. Ach, es ist aber auch im Grunde wollen sie alle nur überleben, ne? Ach, das ist schon wieder so ein Kasten. Was wollt ihr jetzt schon wieder von mir? Für das nächste Tor nehme ich an. Das Kabel, das da angeschlossen ist, wo führt es hin? Jo, hätte ich mir denken können. Muss ich schon wieder ein Passcode eingeben für East 2? Okay, mache ich gleich. Aber da ist doch kein Strom drauf, oder? Muss den Generator doch irgendwie erst noch... Warum habe ich das jetzt eigentlich nicht gemacht? Ach so, weil der Generator selbst Strom braucht. Das heißt, ich brauche noch ein Kabel, oder? Ich gucke es mir nochmal an. Ne, der Generator erzeugt doch Strom. Was laber ich denn? Okay, dann mal los. Na komm, was ist los? Der hat keinen Saft. Kein Benzin mehr. Verdammt. Was machen wir jetzt? Oh, Mist. Der Zettel. Was? Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin gibt. Okay. Gerichtsparkhaus und Kuppel. So, wie sollen wir diese Orte finden? Wir reiten herum und halten Ausschau. Meinst du, Tommy war auch hier? Auf jeden Fall. In Boston... Hätten sie die für so ein Graffiti die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Oder schlimmer. Kurzsets sind echt verlockend. Okay. Ja, wir brauchen Benzin. Sonst geht's hier nicht weiter. Zum Glück haben wir den einen Hinweis bekommen. Da darf ich nicht hoch, okay. Aber wo geht's denn jetzt zu dieser Kuppel? Ich dachte, die hätten das, die wollten das wegtransportieren, aber gut, vielleicht finden wir ja trotzdem noch was. Also, das geht erst auf. Zum Hotel kommen wir erst, wenn wir das Benzin haben. Downtown Checkpoints. Screening of all candidates. Aber hier ist ja nichts, ne? Da habe ich schon geguckt. Genau, die Schublade ist offen. Ob ich da irgendwo hochklettern kann? Müsste ich mit dem Pferd vielleicht rüberspringen. Versuch wär's wert. Oder kamen wir daher? Nee, da kamen wir nicht her. Von wo kamen wir denn? Von hier. Okay, dann ist ja alles klar. Dann brauche ich das Pferd. Kommt mal mit. Wir haben einen kleinen Umweg vor uns. Das war es auch schon wieder. Ich bleibe nur so lange auf dem Pferd wie nötig. So, macht Umschauen doch gleich viel mehr Spaß. Oh. Nice. Ich glaube, ich brauche nochmal den Gaul. Da führt wohl nichts dran vorbei. Es sei denn, ich werde hier total... Boah, tut dir nicht weh, Ellie. Ich hab's nicht so gemeint, komm. Die stehen schon bereit. Und go. Da ist die Kuppel, die wir suchen.
Wo sind wir? Oh, Karte, okay. A gedrückt halten. Neues Kartenfeature. Etwa hier. Ah, cool. Wie geil gemacht. Das ist ja cool gemacht jetzt. So kann man das auch mal integrieren. Okay, WLF, Fuck Federal Gate. Wir sind gerade in dieser Blickrichtung. Okay, das ist süß gemacht. Gut, das ist das Kuppelhäuschen, ne? Wo wir hin wollten. Aber vielleicht gibt es noch mehr zu erkunden, wenn ich mich so umschaue. Tja, tut mir leid, Pferd. Ist zwar eine weitläufige Gegend, aber ich mach das schon zu Fuß. Vielleicht zur Hölle ist hier passiert. Können ja mal rennen ein Stück. Ich schätze, das Militär hat hier alles weggebombt. Warum sollten sie? Ja, manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört, in denen die Infizierte die Oberhand hatten. Oder Rebellen. Ist das nicht übertrieben? Naja, es hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir, du hattest Glück, nicht in der QZ aufzuwachsen. Das Gefühl habe ich allmählich auch. Wow, das ist wirklich sehr weitläufig. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Aber mal schauen, was wir finden. Ja, die Bombardierung hat es anscheinend gebracht, ne? Bis jetzt alles noch total ruhig. Ich finde es schön, dass wir in dem zweiten Teil ja auch solche Momente haben. Das ist halt eine wichtige Abwechslung, finde ich. Zwischen Story, Erkundungsmomente, Verstecksmomente, Action. Das ist immer eine schöne Balance bis jetzt. Und ich weiß nicht, warum ich gerade hier bin. Vielleicht finde ich irgendwas Tolles. Unter der Brücke. Ach, die macht sich immer Notizen hier auf der Karte. Zeig mal her, was machst du da? Ey, das ist ja fantastisch. Wir haben hier anscheinend mehr zu entdecken, als ich dachte. Cool. Wir werden natürlich jeden optionalen Punkt mitnehmen. Das verspreche ich euch jetzt schon. Sofern ich ihn finde. Aber hoch komme ich da jetzt ja auch nicht, ne? Vielleicht von außen. Ah, das ist ja jetzt super. Das wird ja immer besser. Ah, da war hoch. Ne, da ist jetzt gerade nichts. Ja gut, aber eventuell schaffe ich es von hier. So. Vielleicht mit einem Sprung. Ich würde halt gern gucken, was da drin ist. Ich glaube, von rechts geht es einfacher. Ja, ich probiere es jetzt trotzdem hier, weil ich gerade da bin. Nee, ich habe es kommen sehen. Springen halt wirklich nur an den Stellen, wo man es auch soll. Okay, versuchen wir es von der anderen Seite. Ich gebe das noch nicht auf. Auch cool, wie sie jetzt durchnässt ist. Andere Seite ist ziemliches No. Ach komm schon, das sind doch nur Sträucher und Büsche. Wenn du da jetzt einfach oben bleiben würdest und durch... Ja, komm. Guck mal, da geht's weiter da hinten. Komm, ach Ellie. Das sind wieder drum so Momente, die ich gar nicht mag, ne? Das ist eigentlich kein Hindernis hier. Da versucht es nicht. Wäre auch zu glitschig, nehme ich an. Okay, vielleicht wird unser Spaß unter der Brücke doch noch nicht befriedigt. Schade, ich wüsste zumindest jetzt gerade nicht, wie ich da reinkommen soll. Links und rechts, nichts tut sich. Oh, vielleicht, wenn wir einen kompletten Umweg nehmen, wenn wir da oben wären und dann von da runterspringen, dass wir dann vielleicht rankommen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie es von hier unten klappen sollte. Schade. Schade. So, hier ist auch nichts mehr zu tun. Dann gehe ich jetzt nochmal auf die Seite da hinten. Vorne ist ein Konvoi. Ja. Sieht aus wie ein Hinterhalt. Sieh dir die Einschusslöcher an der Seite vom Truck an. Sieht nach unserem WLF-Freunden aus.
Ja, okay. Dann wird da auch nichts mehr für mich sein, nehme ich an. Hier ging richtig mal die Action ab, das sieht man schon. Aber das ist schon ein Weilchen her. Ach, das meinten sie, ja. Da sieht man deutliche Einschusslöcher. Wenn wir das Teil irgendwie schieben könnten. Oh mein Gott, ich glaube, wir können es schieben. Ne, wir können es aufmachen. Wow. Dieser Kerl war ein Offizier. Unterwegs in einem Truck mit Ration? Vielleicht wollte er sich verstecken? Ohne Erfolg. Ja, sieht ganz so aus. Der hat sich ein bisschen zu lange da drin versteckt, glaube ich. Was haben wir denn da? Oh, jede Menge Zeug. Gut, dass wir hier sind. Vielleicht ist das das Fragezeichen an sich. Könnte gut sein. Es ist alles vorbereitet. Wir werden warten. Wenn wir den Konvoi abgefangen und die Fedra-Offiziere gefangen genommen haben, kannst du deinen Posten verlassen und dich uns anschließen. Ich weiß, dass du viele Risiken auf dich genommen und in ständiger Angst gelebt hast, entdeckt zu werden. Wir wissen deine Loyalität gegenüber unserer Sache sehr zu schätzen. Isaac. Immer wieder Isaac. Scheint so ein bisschen die Führungsposition gewesen zu sein. Okay, gib mir das Zeug. Du brauchst es eh nicht mehr, Kumpel. Das war's leider schon. Jetzt macht sie was auf der... Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ja richtig gut gemacht hier. Sie hat das Fragezeichen durchgestrichen. Also sind wir der Sache auf den Grund gegangen und mehr ist hier nicht. Also das kann ich nur feiern. Das ist mal ein Map-Update. Super. Sie zeichnet ein, wenn sie was findet, was Optionales. Hakt es ab quasi, wenn wir es erledigt haben. Einfach total natürlich ins Spiel eingebaut. Sollte man öfters sehen, sowas. Richtig gut. Hey. Ich glaube, da ist das Gericht. Woher weißt du das? Siehst du das Schild da? An dem Gebäude, wo Gericht draufsteht? Oh, ja. Gute Arbeit, du Detektivin. Oh, kleine Grafikbox. Ich schreibe auf der Karte ein. Ja, entweder Gericht oder das Kuppelhäuschen, ne? Kartenort hinzugefügt. Haben wir jetzt echt die Wahl? Aber wenn, dann würde ich erst in das kleine Kuppelhäuschen gehen wollen, weil das Gericht scheint... Ja, größer zu sein. Deswegen, hier geht es wahrscheinlich weiter. Bleiben wir erstmal hier. So, vielleicht finden wir noch was. Oh. Hast du was? Ich habe ja. Infizierte. Das kommt auf dem Gerichtsgebäude. Das wird richtig übel, oder? Zumindest sind wir bereit. Okay, Gerichtsgebäude. Das wird unser nächster großer... Ja, Dungeon, wenn man es so nennen will, ne? Wer wurde hier gesucht? Kennen wir dich? Jason Patterson? Ne, das sagt mir gerade nichts. Okay, dann könnte es auch hier weitergehen. Okay... Hier ist eh kein Eingang. Ja, ich weiß nicht, inwiefern ihr das natürlich in den Kommentaren schon von selbst aus gemacht habt, aber ihr dürft mir gerne, wie gesagt, ich lese ja wirklich alles und gehe auch auf vieles ein, ihr dürft mir gerne mal schreiben, wie fandet ihr denn jetzt einfach die bisherigen Ereignisse? Wie war das für euch? Wie fandet ihr das mit Joel? Seid ihr deswegen sad gegenüber The Last of Us 2 oder gab es da andere Gründe, die ich bis jetzt noch nicht kenne? Dann natürlich, ja gut, theoretisch könnt ihr die jetzt auch schon nennen, aber dann mit Spoilerwarnung für die anderen Leser. Aber wie hat euch das mit Joel getroffen? Habt ihr das erwartet oder, das würde mich mal interessieren, einfach mal so eure, vielleicht haben es ja einige schon getan, aber ich frage lieber mal nach. Haut immer mal ruhig euer Feedback gegenüber das Spiel raus. Denn ich habe ja viel Missmut rausgehört und ich will den Grund verstehen. Keine Sorge. Sorgen machen so. Mir. Also. Ja, was mache ich hier eigentlich, ne? Hi, Kumpel. Was haben wir denn hier? Wieder was gefunden. Es gibt echt viel. Colin.
Hier steht, es gibt Vorräte in einer Bank. Sehen wir doch mal nach. Aha. Ich habe schon wieder das Gerücht gehört, dass die Westlake Bank noch nie durchsucht wurde. Wenn das stimmt, könnte da jede Menge Vorräte aus der Zeit vor dem Ausbruch geben. Wir sollten uns das ansehen. Wenn da drin genug Waffen sind, kann ich ein paar Jungs, die für uns sicher aus diesem Scheißloch rausbringen. Na komm schon, ich habe nicht genug Mumm, da allein reinzugehen. Aaron. Wenn da echt noch niemand drin war, dann könnte das wirklich höchst interessant werden. Gleich mal aufschreiben. Das ist jetzt optional, ne? Die Bank? Oh, ist das gut gemacht, hey. Serovina Hotel. Siehst du einen anderen Weg rein? Nein. Wir brauchen das Benzin. Oh, eine Axt. Aber gerne doch, Axt. Komm her. Dich werde ich sowas von brauchen. Tragen. Lass dich mit dem Seil in der Hand von einem Vorsprung... Oh ja, ich lasse mich da gerne fallen. Ich sehe da nämlich Goodies. Geht das, wenn ich jetzt einfach so... Ellie? Ja, ja. Ich mache einfach. Ich glaube schon. Ich habe einen Plan, ich habe einen Plan. Moment, Moment, Moment. Halte zum Schwingen, R1 geht... Okay, ja, okay, vielleicht ein bisschen höher. Weil wir wollen dazu den Goodies, ne? So, und jetzt geht's los. Erst noch ein bisschen schwingen und schaukeln. Ja, das nächste Mal können wir schon abspringen. Yes! Geschafft! Sehr schön. Trainingsbücher! Oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist. Vorbereitung, eine Anleitung zum Überleben für die schweigende Mehrheit von Todd Garrett. Oh, der Ausflug hat sich ja jetzt gelohnt hier. Neuer Verbesserungszweig und hier gleich ein Haufen Teilchen noch und Folgeheilzimmer auch noch. Perfekt. So, okay, dann zeig mal diesen Verbesserungszweig. Vielleicht interessiert er mich ja mehr. So, oh, und es kommen noch mehr dazu. Ich feiere das. Also, jetzt haben wir fertige Verbesserung für Nahkampfwaffen. Fertige eine Verbesserung für deine Nahkampfwaffe an, um ihre volle Behaltbarkeit wiederherzustellen und ihren Schaden stark zu erhöhen. Rezept erforderlich. Das ist doch mal geil. So, was haben wir hier noch? Schnellere Fertigung, okay. Fähigkeit gesperrt. Ist gesperrt, bis du eine erforderliche Waffe erlangt hast. Mhm. Verbesserte Medikits anfertigen. Das ist, ne? 50% mehr Heilung ist mir wichtiger, wie dass es schneller geht. Das ist ein Tree nach meinem Geschmack. Den nehmen wir jetzt sofort. So. Da haben wir nämlich das. Jawohl, Trophäe Lehrling. Rezept erfordert Bindung, Klinge und Nahkampfwaffe. Genau, aber kann ich das noch nicht... Wie viel kostet das? Also das habe ich jetzt. Jetzt kann ich mir das holen, ne? Okay. 100% Herstellungsgeschwindigkeit. Ja, das hole ich mir auch jetzt noch. So, jetzt sind die Pillen erstmal weg. Okay, nice. So, die Karte von Seattle, wo es halt immer wieder updatet. Deswegen ist da jetzt noch ein Punkt. So, Rezept Nahkampfverbesserung freigeschaltet. Ich habe ja auch gerade noch die Axt, ne? Die kann ich die gleich besser machen oder erst, wenn ich sie reparieren möchte? Egal, ich habe eh noch nicht diese Materialien. Aber wenn ich sie habe, dann freue ich mich drüber. Denn Nahkampfwaffe, die haut immer gut rein, ne? Wie sieht's denn aus mit dem Speicher? Vor 4 Minuten... Denn so langsam sind wir für diese Woche durch, werte Freunde. Das heißt, ich muss gerade die Stelle nochmal machen, aber das ist ja nicht schlimm. Dann werde ich das bis zum nächsten Part nochmal schnell nachspielen. Und dann sehen wir uns hier wieder und werden weiter erkunden, natürlich allen voran die optionalen Dinge, die es noch gibt. Wir können mal kurz nochmal gucken. Einige Fragezeichen mehr, dass da oben muss die Bank... Nee, dass da unten wird die Bank sein. Ich würde sagen, das ist so das Erste, was wir anpeilen. Weil mich das am meisten interessiert. Wir werden hier alles wunderbar durchcleanen. Das wird richtig gut. Ich hab Bock drauf. Ihr hoffentlich auch. Freunde, bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Let's Play The Last of Us 2. Also, bis denne.